Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Die Sims 4 Community Projekt. Heute sind wir beim Niklas und beim Lion. Also die beiden, da sind wir heute. Oh, okay. Die zwei haben von mir jetzt nochmal 30.000 Simleons bekommen. Ich habe nämlich festgestellt, dass wenn ich mit Bobas ausziehe aus dem Haus, habe ich ein Budget von ca. 200.000. Also das ist schon wirklich gewaltig. Und im Grunde würde ich gern auch ein bisschen Geld davon abgeben. Ich weiß nur nicht, ob ich das auch irgendwie reduzieren kann, aber das werde ich auch noch rausfinden. Aber bei der Menge an Geld, also wenn alle Möbel dann im Grunde verkauft sind, kommen 210.000 Simleons raus. Und von daher dachte ich mir, okay, es bekommt nicht jeder nur 20.000, sondern zusätzlich nochmal 10.000. Dann sollte das eigentlich auch ganz okay sein. Ups. Jedenfalls würde ich sagen, die beiden hier, die teilen sich natürlich nicht ein Bett gemeinsam, sondern wir werden auch hier ein klein wenig umdekorieren. Müsste normalerweise möglich sein. So, zum einen wird der Teppich jetzt erst einmal verkauft, weil den braucht man nicht. Dann betttechnisch würde ich sagen, jetzt muss ich ihn nur mal wegschicken. So, Niklas, warum wütend? Fußballrage, na gut, zum Glück dauert das nicht allzu lang. Ja, Fußball macht echt nur Probleme, ne? So, du gehst mal bitte dahin und setz dich dahin. Mach auf, mach Schluss, meine ich. Ich will dich raushaben aus dem Raum. Gut, zack, jetzt Schluss. Also, wir werden hier mal ein klein wenig umbauen. Und zwar so, dass jeder sein eigenes Zimmer... Ich hoffe, ihr zwei zerstreitet euch nicht so, wie es jetzt Kira und Elvira gemacht haben. Das wäre nämlich nicht so gut. So. Die Wand kommt raus. Dafür werde ich... wie teilen wir das? Warte mal, wir haben 2, 4, 6, 8, 9 Felder. Na, das ist ja mal wieder super, ne? 9 Felder haben wir hier. Wie teile ich das dann auf, dass es gerecht ist? Also es soll jeder, wie gesagt, sein eigenes Zimmer haben. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier zu. 2, 4, 5 wären das hier und da wären es dann nur 4, ne? Dann würde ich sagen, wir machen das immer so ein kleines bisschen ungewöhnlich. Dann müssten die Räume relativ gleich sein. Also ich denke, das ist okay. So, da, nein, da wollte ich drauf, weil wir brauchen nämlich auch Türen, das ist ganz klar. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen die schlichte Türe, eine machen wir hier rein, die andere, dreh mal die Kamera bitte, die machen wir hier rein. So kann jeder in seinen eigenen Raum reingehen. So. Dann werden wir natürlich auch die Wände kopieren, so dass dann alles schön im gleichen Muster ist. Auch hier würde ich sagen, hier zack, dann hätten wir alles in der gleichen Farbe. Das müsste eigentlich passen. So, Fenster- und Lampentechnisch. Wir brauchen auf jeden Fall auch hier eine Lampe, würde ich sagen. Ich mache jetzt halt mal hier so eine Kugel einfach hier nochmal mit rein. Das müsste ja zumindest als Lichtquelle schon mal in Ordnung sein. So, dann wirst du in die Ecke verfrachtet. Fände ich jetzt ideal. So, du kommst... Warte mal, nee, dich muss ich da lassen. Wegen dem Fenster, ne? Ja. Lass mal da, wegen dem Fenster. Und dann brauchst du natürlich noch ein Bett. Also das Bett hier würde ich sagen verkaufen. So, Niklas, Lion. Ja, ich würde schon sagen, machen wir Lion hier rein, Niklas machen wir hier rein. Ich würde gerne den Schreibtisch mit Computer kopieren. So, dann machen wir nur eine andere Farbe. Könnten wir mal dunkel machen. Und hier machen wir nicht das Grün, sondern... Oh, warum nicht das?
Dafür kriegst du den hier und du kriegst jetzt den hier. Was kann man hier noch farblich ändern? Also ihr könnt mir natürlich auch gerne wieder reinschreiben, ne, wie ihr das gerne haben wollen würdet. Ob ich das jetzt halt so okay mache oder ob ihr sagt, nee, passt gar nicht. Welche Farbe änderten sich da? Vielleicht ein bisschen heller. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall für jeden ein Bett. Und da würde ich schon sagen, ein Einzelbett. Aber was natürlich ein bisschen besser ist, 855 ist schon mal gut. 10 ist gut, aber das ist ja ein Prinzessinbett. Das wollen wir natürlich nicht. So ein Doppelbett ist halt nix, ne? 633, 855, der einsame Seewolf. Warum nicht, ne? Für jeden von euch so ein Bett? Warum nicht? Also, das Schwarze passt eigentlich ganz okay. Ich muss das wahrscheinlich eh ein bisschen umstellen hier. Bei dem würde ich gerne mal dahin. Nachttisch. Eigentlich ist der Schrank so richtig bäh. Jawohl, so geht's eigentlich, ne? Nehmen die Lampe mal weg, die tun wir dann dahin und machen das Ding dafür dahin. So, die Lampe würde ich sagen, passt sogar über dem Schreibtisch, vielleicht nur um eins rüber rutschen, so. So, dann würde ich die Lampe nämlich auch gerne hier drüber tun. Den Schrank machen wir an die... Ach, da ist ein Bild, ne? Machen wir dahin. Die schaut so blau aus, die Wand, aber ich habe sie kopiert, also sollte es immer noch die gleiche Wand sein. So, dann müssen wir natürlich einmal das Bett kopieren. Ich finde es jetzt nicht immer so verkehrt, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich da irgendwas finde, was okay ist. Machen wir das vielleicht in blau. Ja, ist immer schwierig, was zu finden, ne, was dann passt. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Wohnzimmer gemeinsam. Es ist der, weil wir wohnen ja hier auf Miete, ne? Die zwei Jungs, die können sich ja trotzdem gut gehen lassen. Also ich würde sagen, wir tun einmal die Wanne verkaufen. Habt ihr irgendwas im Inventar? Nein. Dann gehen wir einfach mal hier auf Sanitär, weil ihr bekommt dann auch die gute Dusche. Dusche? Die hier. Und da bekommt ihr die dunkle, würde ich sagen. Ich finde die irgendwie schon cool. Aber von der Farbe her, ja, eher das Weiße, ne? Machen wir das so ein bisschen schwarz-weiß, das Bad. Gibt es da auch schwarz? Ja, das ist dann bloß dieses komische Braun, ne? Komm, dann lassen wir es so. Ist in Ordnung. Dann würde ich aber trotzdem sagen, wir machen das Waschbecken vielleicht dahin. Toilettenschüssel um 1. Ach, das ist blöd, ne? Machen wir es so. Machen wir es so. Das passt. Dann brauchen wir mal ganz kurz Elektronik, weil ich sehe nämlich nicht, dass es hier irgendwie eine Alarmanlage gibt. Und daher machen wir das hier so rein. Kühlschrank, Stühle, das müsste alles okay sein. Hier ist der Eingang. So, jetzt drehen wir das Ganze mal. Ich möchte trotzdem mal so eine Wand da haben, dass wir ein bisschen sehen, ob wir da auch dekorationsmäßig was machen können. Ja, okay, dann passt der da. Ich könnte euch beiden noch einen schönen Fernseher herpacken. Das wäre, glaube ich, nicht einmal so verkehrt, ne? 4200,
10.000 ist ein bisschen heavy. Ich würde sagen, das hier und vielleicht Umgebung 2. Umgebung 2 ist gut. So von der Einrichtung her würde ich jetzt halt eher sagen, der hier, ne? Machen wir doch einfach mal. So, dann der Anti-Flat-Screen-TV-HD-Dingsbund. Boah. Alter, was kostet das Ding? 4.200, okay. 898, 818. Jungs, das gönne ich euch. Absolut gönne ich euch das. Schauen wir mal, ob wir noch eine Spielekonsole haben. Oh, da gibt es ja so viele Uhren. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ach, und da ist die Streaming-Drohne. Aha, jetzt weiß ich das auch. Der Staubsaugerroboter ist natürlich auch nicht schlecht. Allerdings haben wir hier keinen Staub und ich bin auch froh, dass ich mir das Update nicht geholt habe, weil da soll es aktuell ein bisschen Probleme geben in puncto zu viel Staub, zu viel Getue mit sauber machen. Also man braucht einfach zu lange. So, schauen wir mal. Ich möchte euch gerne trotzdem eine Konsole her tun. Streaming-Drohne. Ja, wo sind denn die Spielkonsolen? Die waren doch auch hier irgendwo. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon meinen Computer, aber ich würde euch gerne gemeinsam auch an eine Konsole zocken lassen. Oh. Das ist vielleicht bei Computer, ich weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich irgendwie bei Unterhaltung oder was weiß ich. Aktivitäten und Fähigkeiten. Gehen wir mal hier drauf. Das sind Katzensachen. Katzen- und Hundesachen. Gucken wir mal, ob wir hier was finden mit Konsole. Konservator, Konstrukteur. Boah. Was haben wir denn das? Freizeit. Vielleicht ist bei Freizeit irgendwas. Stylingstation. Eine Kamera. Das gibt ja so viel Zeug, ne? Spezialeffekte-Maschine brauchen wir auf jeden Fall nicht. Nee, irgendwie. Aber sowas wie ein Schachtisch wäre doch nicht schlecht für euch zwei, oder? Ich glaube, das ist doch auch nicht verkehrt. Da hinten ein Schachtisch. Schlacht der Schlauen. Spaß 5 und Logikfähigkeit. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Dann machen wir dazu noch Stühle. Schöne, bequeme Stühle. 100. Komfort ist natürlich ganz wichtig. Komfort 2. Aber hässlich irgendwie. Was haben wir da? Komfort 1, Komfort 2. Komfort 3 für 160, ja. Warum nicht? Die schauen doch ganz edel aus, oder? So, dass es ins Zimmer passt, in der Farbe. Ach, perfekt. Die Fenster kann ich nicht umsetzen, ne? Schade. Das geht auch nicht. Also muss ich das jetzt erstmal da lassen. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Jungs, da können wir mit leben, würde ich sagen. Das ist doch schon mal ganz gut. Jeder hat sein Bettle. Ach so, das ist die Front. Der Zettler. Okay. Kann man da auch noch was ändern? Dunkles Blau, das wäre jetzt auch nicht verkehrt, ne? Hier. Dann machen wir bei dir das eher dunkelblau. Ja, aber das sind... Nee, da lassen wir das. Da gibt es nicht so viel Farben. Da könnte ich nochmal gucken. So zum Beispiel. Ja, doch. Ja, haben wir es nicht so trist. So, ich gehe jetzt mal hier drauf, dass wir wieder einen Sound haben. Er ist wütend, alles klar. Wir machen einmal hier Bett zuweisen an Lion. Und wir machen hier Bett zuweisen an Niklas. So.
Da würde ich sagen, versuche mal bitte, dich selbst zu beruhigen. Wie schaut es denn bei dir aus? Angespannt? Nicht genug Training? Aktive Sphinx brauchen körperliche Aktivität. Düpp, düpp, düpp. Okay. Du könntest mal schauen. Kanal schauen. Sportkanal. Vielleicht können wir hier ein bisschen Training machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ansonsten verrutsche ich halt die Sachen noch ein bisschen. Ich finde es nicht immer so verkehrt, ne, die Wohnung. Wow. So, hier plaudern. Okay, Kanal schauen, Kanal wechseln. Weltkultur, Action, Comedy, Kinderkoch, Nachrichten. Ja, das ist okay. Aber warum kann man hier kein Training machen? Ich dachte immer, man kann hier irgendwie Training machen. So, ihr zwei versteht euch. Zum Glück. So, machen wir freundlich was? Ja, Auswahl. Wir machen mal ein bisschen kennenlernen, hä? Niklas, was magst du? Warte mal, wir schauen noch mal bei Berufen, ne? Du bist ja der Computerexperte, insofern könntest du mal gucken, was du machen kannst. Hier hätten wir Programmieren Level 1. Wir können ja einfach mal von oben nach unten durchmachen. Bezahlung 1350, das ist natürlich mal nicht schlecht, ne? Antivirensoftware, bezahlen 1350, erforderliche. Ja, machen wir doch das da. Mit Kunden chatten? Machen wir. So, Freelance mit Kunden chatten. Das kannst du jetzt mal machen. Wobei du ja eigentlich da reingehörst, ne? Okay, warte mal, was haben wir denn bei dir? Du hast noch 11 Stunden bis zur Arbeit. Level 5 der Logikfähigkeit. Du könntest dann eigentlich hier so ein kleines bisschen Aktionen überdenken machen. Das da muss ich mal ausblenden. Das war noch von vorhin, als ich das Geld reingeschoben habe. Laute Nachbarn. Gegen Türtrommeln. Bist dann beschwer dich doch mal. Es tut mir leid, du hast recht. Das war ein bisschen rücksichtslos. Wir werden versuchen, leise zu sein. Vielen Dank für den Hinweis. Wohin gehst du? Treten? Nein. Vergiss es. Du gehst bitte an deinen Rechner. Und machst dein Freelance weiter mit Kunden zu chatten. So, was ist mit dir? Logik. Logik, du gehst nochmal hier und tust ein wenig spielen. Dass wir euch zwei hier mal ein bisschen nach oben pimpen, ne? Ganz klar. Niklas, jo. Weil wir müssen das ja bis zum Sonntag schaffen. Normalerweise sollte das kein Problem sein, ne? So, Hunger, alles klar, wer ist denn von euch der Chefkoch? Feinschmecker kochen, du hast gerade mal Stufe 1. Wie schaut es denn bei dir aus? Kochen Stufe 3, jo. Da können wir doch was machen, oder? Schau mal, Besteckpräferenz, ist es egal. Abendessen servieren. Und zwar, so wie sich's gehört, für zwei Jungs machen wir Macaroni mit Käse. Koch doch mal. Ach, du musst aufs Klo. Jetzt kannst du hinterher. So, hör mal auf hier. Du
So, warte mal. Du könntest eigentlich Tierkekse normal. Die tun wir mal aufräumen, bitte. Nein, nicht schlafen. Vergiss es. Hallo. Du sollst jetzt auch nicht schlafen. Was soll denn das? Hä? Mensch, Niklas. Genau. So. Eine Portion nehmen, bitte. Kinnard. Jibs, Kinnard. Bifanje turip bomzoi. Quinarb. Abanoplerum genera. Na, ihr zwei versteht euch. Das ist super. So, Makaroni-Käse sind, das heißt, wir tun jetzt einfach mal hier rein in den Kühlschrank. Aber warum isst du nicht? Oh, Boogilagon. Babadeso, Yanabi. Essen. Du hast jetzt zu essen. Verdammt. Aber wir haben da auch ganz viele Sachen, die wir verkaufen können bei den beiden. Eieiei. Aber natürlich nicht solche Sachen hier, ne? Fotografiert von Niklas Zehner. Mal schauen. Nochmal eins. Einmal drehen, bitte. Ja, können wir doch dahin machen. Balco? Balconaro. Luce, Benerba. Cool. Ich finde es irgendwie klasse, dass man diese Bilder dann aufhängen kann, ne? Lymphi Nulet. Ah nein, bitte nicht. Gorbani. Brugi Peyun. Meshka Craney. Sei ein bisschen freundlich. Tag verschönern. So, ja auch freundlich. Mehr Auswahl. Spino? Kennenlernen. Wir müssen uns auch ein bisschen kennenlernen, ne? Das ist ja ganz klar. Man war es zwar so lange in der Gemeinschaft, aber dass man im Grunde nie Möglichkeit hatte, wirklich mal gezielt drauf einzugehen, ne? Es ist natürlich dann immer blöd. So, ich denke, ihr zwei werdet auf jeden Fall ganz gut klarkommen. So, du gehst dann aber auf jeden Fall mal auf Toilet. Und dann würde ich sagen, schlafen. So, wie schaut's bei dir aus? Du bist jetzt eigentlich ganz gut drauf. Dann kannst du auch schlafen gehen. Das ist doch perfekt. Sind beide dann am Schlafen? Super. Ja, finde ich krass. Vor allem der Fernseher ist ja krass, meine Güte. Na, irgendwann. So, ihr zwei. Mal schauen, wer von euch beiden als erstes aufwacht. So, jetzt läuft. Oh, das Licht. Automatisch Lichter, alle Lichter. So, dass wir da auch wirklich Strom sparen. Wie schaut es bei dir aus? Ja, die wachen ziemlich gleichzeitig auf. Ich würde sagen, Niklas wacht ein bisschen früher auf. Der kann sich dann auch gleich an den Computer schmeißen und seinen Job weitermachen. Mit Kunden chatten muss er auf jeden Fall dann noch fertig machen. Ich mache nochmal schnell. Oh, Lion. Lion muss in etwa einer Stunde zur Arbeit, alles klar. Der kann sich ja nochmal umdrehen, oder besser gesagt, nö. Ja, aufstehen, das ist perfekt. So, dann warte mal, weil das möchte ich nicht die ganze Zeit machen. Ich mag das, wenn ich eine Haushaltshilfe habe. Service engagieren. Spaß hattest du doch genug. Regelmäßige Haushaltshilfe. Das ist doch schon mal was. So, dann kannst du auf jeden Fall hierher und kannst Reste nehmen. Oh. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir für euch auch ein paar Mädels ran schaffen, ha? Danke, dass du im Dienst... Jawohl. Am Donnerstag um 10.05 Uhr. Was für eine Zeit, ne? So, bei dir? Hast du schon fertig? Wahnsinn. Okay, Moment. Freelance, wir müssen Virus programmieren.
Und dann müssen wir natürlich auch ein bisschen anderweitig noch gucken. Ich würde natürlich auch gerne einen von euch zwei noch in Umweltbewusstsein verbreiten. Das ist auch nicht Oh, schlecht. kiddap. Wie spät ist jetzt? 8:23 Uhr. Dann würde ich sagen, leg mal das Zeug weg und geh auf Arbeit. Zack. Jawohl. Also, er ist schon mal auf der Arbeit. Niklas ist eigentlich unser Freelancer. Was? Hast du noch nicht fertig? Was machst du? Warum arbeitest du? Tägliche Obergrenze für einen Lebensstil erreicht. So, da können wir sowieso mal gucken. 1045 Punkte. Habe ich bei dir die Blase schon gemacht? Also, die geht langsam runter. Glücklich. Wo surfst denn du, dass du hier Herzchen hast? Oh. Okay, neutral. Ah. Kunden chatten? Warum ist das nicht? Warum ist das nicht erledigt? Freelance mit Kunden chatten. Warum? Ja, will er irgendwie nicht, ne? Keine Ahnung. Okay, dann machen wir das da mal weg. Oh oh. Irgendwas stimmt nicht. Hey Nachbar, möchtest du erfahren, wie du etwas verändern kannst? Wenn du eine Minute Zeit hast, würde ich dir gerne erklären. Na dann, machen wir das doch mal. Son of Diola? Oh, Schubirau. Frinka, Brove Unza. Zarbstravoy. Slufa. Piptop Fwenzi. Kimba. Pluswanu. Steve. Baina Flim. Griff, Griff. Aktionsplan Grüne Nachbarschaft. Willkommen in Evergreen. Bla 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 bla. Danke für die Info. So. Jo, ein Haushälter, auch nicht schlecht, ne? So, was magst du jetzt? Dann würde ich sagen, wir schauen mal nach einem kleineren Auftrag. Oh, da, Moment, wir sind ja die Hacker, ne? Mehr Auswahl. Programmieren. Und zwar tun wir erstmal ein bisschen hacken. Erst einmal den Lothario. Sorry. Erstmal den Lothario, schauen wir mal, was wir da an Geld reinholen können. Ups, ach so, 65 war die Haushaltshilfe. Ja, alles klar. Das sollte kein Thema sein, kein Problem sein. Hack die mal. Oh, Hunger und Hygiene. Dann nehmen wir mal eine Erfrischung. Oh, 109. Naja, dann haben wir die Haushaltshilfe ja schon gezahlt, ne? So, du gehst jetzt erst einmal hier energiegeladen duschen oder wie auch immer. Macaroni mit Käse. Die kannst du dann eigentlich essen. Jawohl. Und wie wäre es, wenn du dir dann ein klein wenig einen Kochkanal anschaust? Kochsendungen für Ideen. Unwohl, warum? Oh nein, Übelkeit. Niklas kämpft gegen seinen Magen und verliert haushoch. Oi, oi. Mein Armer. Was ist los? Fertig mit Essen? Ai, ai. Moment, wir machen trotzdem noch mal. Ja, fertig abspülen kannst du ja. Das ist ja egal, ne? So, Hallöchen, ich bin deine neue Nachbarin, Bess. Du bist heiß auf Kohle, stimmt's? Lass uns reden. Ich werde dir verraten, wie die Dinge hier so laufen. Na dann, hallo.
Sagen wir doch mal Hallo zu Bess. Hallo Bess. Aber war das nicht die, wirklich die Nachbarin? Nee, das ist die Nachbarin, okay. Kannst du jetzt mal aufhören zu gucken? Da steht ein Mädel vor deiner Tür. Ein heißes Mäuschen, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Mal gucken, die versucht dir erst einmal nur was anzudrehen, aber wenn sie dann damit fertig ist, kannst du ja dann immer noch mit ihr ein klein wenig shakern. Und da alle schießen an jemand vorbei und will irgendwas erzählen und erklären und verkaufen. Okay, cool, cool. Danke, dass du mir dein Ohr schenkst. Ich bin Bess Sterling, stehe zu deinen Diensten und ich kenne mich in der Welt der Unternehmens... Bla. Moderne Entwicklung, Technik, Unterstützung, Förderung und Kreativ. Ich gebe dir ein paar Einflusspunkte, damit du loslegen kannst. Du kannst entweder in einer öffentlichen Abstimmungstafel oder sogar in einem Briefkasten abstimmen. Die Abstimmung endet am Montag, 18 Uhr. Okay. Hups. Da müssen wir hin. Alles klar. Jetzt gehen wir aber erst nochmal auf den. Warum sitzt du schon wieder da? Freundlich? Nach Karrierefragen. Bist du am Tonkneten? Ich habe da nämlich auch schon was gehört, dass viele Simlis immer mit Ton rumhantieren und dann überall immer Ton rumliegt. Mehr Auswahl nach Tagfragen. Wir machen ein bisschen mehr freundlich. Mehr Auswahl. Kompliment über Outfit machen, ja, das ist auf jeden Fall. Warum gehst du? Solange du deinen Tonklumpen mitnimmst, ist mir das egal, ne? So, wo ist denn eigentlich unser Briefkasten? Servus, howdy, give me five. Da ist er. So, dann schauen wir doch da mal hin. Nachbarschaftliche Aktionspläne ansehen. So. Achso, ist jetzt gerade... Nicht gut. Abstimmung wurde beendet. Was können wir noch machen? Rechnungsinfo anzeigen. 530. Verkaufen. Dazu müsste man allerdings auch irgendwas herstellen, ne? Rechnungsmäßig. Okay. Machst du jetzt tatsächlich Training hier draußen? Geh doch mal lieber rein. Du könntest, Moment, mehr Auswahl, du könntest mal ein bisschen was programmieren. Weiter am Virus programmieren. Nein, du gehst bitte an deinen Rechner. Jetzt machen wir das mal folgendermaßen. Wir machen jetzt mal hier hoch. So, Tür abschließen für... Nee, Moment. Er hat irgendwie keinen Spaß, an dem Computer zu arbeiten, oder? Er steht immer wieder auf. Tür abschließen für jeden außer Niklas. Zutritt gestatten für Angestellte. So, und dann hier. Tür abschließen für jeden außer Laien. Zutritt gestatten für Angestellte. So. Dann sollte das jetzt eigentlich auch passen. Aber warum will er nicht programmieren? Das ist ein seltsames Ding, ne? Lion hat 344 mit nach Hause gebracht, das ist schon mal gut. In Foren provozieren. Also irgendwie scheint der Computerexperte nicht wirklich der Hit für dich zu sein, oder? Kann das sein? Mehr Auswahl, programmieren, weiter den Virus programmieren. Aha. Lion? Wo bist du? Warum stehst du da unten rum? Was ist das da? Plaudern. Die kommen, du kannst jetzt erst einmal nach oben gehen, oder? Hier erstmal auf Toilette. Und ein bisschen schneller hier. So. Dann kannst du hier einmal Reste nehmen, weil das Essen ist ja in Ordnung. So, und jeder hat sein eigenes Zimmer. Das ist doch schon mal cool, oder?
So, dann gucken wir mal, was machst du? Okay, du programmierst weiter den Virus. Das ist schon mal gut. Ein bisschen schneller hier. Ich würde den nämlich fertig kriegen wollen. Oh, halt, da war ein Gespräch. Bobas Baumeister möchte vorbeikommen und abhängen. Na logisch, komm vorbei. Ah. Mal nochmal hereinbitten. Freundlich. Dann wollen wir mal beikicken? Nein, wollen wir nicht. Wir wollen Fotos teilen. Oh, und das wollte ich auch mal ausprobieren. Wohnungsschlüssel geben. Das ist doch im Grunde so, dass man dann jederzeit reinkommt. Also wenn einer von unserer Community quasi zu den anderen kommt, haben die den Wohnungsschlüssel und die können dann jederzeit rein. Das ist doch cool, oder? So. Freundlich. Keine Ahnung. Umweltbewusstsein verbreiten. Das wollten wir ja mal machen. Friends to pay. Oh, not from. Happy Am Abavreen. Arvin Duba. Tariq, Biraud. Ja? We Duba Clave. That band trip. Gelangweilt. Mit Bobas Plaudern. Nachi. Waff. Blorid. Von zwei Sims nicht gemocht. Das müssen wir auch noch ändern. Shimpit. So, jetzt gucken wir mal. Neues Bestreben wählen. Das machen wir jetzt halt mal. Kannst du auch gerne noch mit einwerfen, was du da vielleicht machen möchtest? Ich würde hier jetzt mal sagen, wir machen bei dir. Nee, das nicht. Ich würde bei dir gerne. Ja, Beliebtheit, was machen wir da? Leitwolf, Witzbold, Freund der Welt, Partylöwe, guter Vampir, Natur. Das ist ein Dekorator. Diese Sims möchten alles sammeln, was die Welt zu bieten hat. Gutachter können Sammelobjekte wie Metalle, Kristalle, Elemente, Fossilien für ein zusätzliches Trinkgeld an das Simsonian Museum verkaufen. Dschungelforscher? Ja, Seelenverwandter, okay. Wissen? Vielleicht Akademiker? Oh, dieser Sim möchte an der Universität. Okay, nee, das machen wir dann nicht. Vermögen, herrlich reich, Herrenhausbaron. Kluge Sims erhalten jede Woche eine Direktüberweisung auf Grundlage ihrer Haushaltskasse. Ei mei, das ist echt schwierig, ne? Machen wir dich vielleicht zum Meister Mixer, wie wäre es, als an der Bar? Das wäre doch auch mal nicht schlecht, oder? Ein Meister Mixer, eine Bar besitzen, 10 Getränke mixen, 2 Barhocker besitzen. Dann müssten wir allerdings nur, was hast denn du für einen Job nochmal? Naturhistoriker. Dann könntest du doch mal karrieremäßig mal nach einem anderen Job suchen. Weil das wäre jetzt halt natürlich mit dem Barmixer nicht einmal so verkehrt. Oh, Zugang infizieren. Die Zombie-Viren haben weltweit das Netzwerk befallen und ihm $437 eingebracht. Ne, das ist doch nicht schlecht. So, Wissenschaft, Astronaut, Bildungswesen, Business, Freelance, Geheim, Gerd in. Mal. Na komm, wo haben wir es denn? Stilbeeinflusser. Also ich wundere mich immer wieder über manche Sachen. Barista ist, glaube ich, dann so, ne? Wenn du sowieso ständig im Café rumhängst, für ein Getränke kennst, warum lässt du dich nicht dafür bezahlen? Wäre doch etwas, ne? Also da könnte man zumindest dann auch die Barmixer-Karriere einschlagen. Und ich denke mal, das wird nicht immer so schlecht sein. Was sind denn das für Jobs? Teilzeitjobs sind das. Was ist Fastfood-Angestellter? Das ist gar nichts.
Echt schwierig manchmal. Ingenieur, Geheimagent, Freelancer. Ich wollte eigentlich mal jemanden zum Polizisten machen. Ich bin aber mir nicht sicher, wen ich dazu gemacht habe. Polizist ist im Grunde ja auch etwas, wo man mitgeht, ne? Warum machen wir das nicht? Wir könnten dich zum Polizisten ausbilden, dann müsste ich allerdings. Machen wir mal. Dann müssten wir allerdings hier das Bestreben ändern. Sortierfreund, Extremschrift, Bodyfilter, Kreativität, Staatsfeind, Meister des Unfugs, Familie, was könnte man dann da machen? Das hat ja im Grunde nicht immer was damit zu tun, ne? Nerdhirn, kluger Schüler, gebildet, was machen wir denn da? Nehmen wir mal das da, drei Bücher zu Ende lesen. Ach komm, dann machen wir Nerdhirn, lassen wir das mal. So, wann hast du 12 Stunden bis zur Arbeit? Das ist doch schon mal cool. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir die zwei machen, dass wir dann auch wirklich mal mit auf die Polizeidienststelle können. Das wäre natürlich genial. Und ja, ansonsten hat mir das jetzt selber ganz gut gefallen, durch das, dass wir jetzt wirklich uns mal konzentrieren können auf zwei. Finde ich das wirklich genial. Okay, Leute, wenn es euch auch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst mal Kommentare da. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.